Suptahastha Padangusthasana ist die liegende Hand zur Großzehenstellung. Annika zeigt, wie es geht. Von der liegenden Stellung ausgehend, hebe ein Bein hoch und fasse mit der gleichen Hand um den großen Zeh. Gib insbesondere Zeigefinger und Mittelfinger zwischen Daumen und Zeigefinger, Zeigezeh hindurch, also zwischen großen Zeh und zweiten Zeh hindurch, und gib auch den Daumen entweder von vorne auf den großen Zeh oder um den großen Zeh, entweder Daumenspitze oder auch unterstes Daumenglied. Jedenfalls wird der große Zeh berührt und dann zieh das Bein immer näher zu dir hin. Suptahastha Padangusthasana hilft, die Flexibilität in Gesäß, Oberschenkel, Kniekehle und Wade zu entwickeln, ohne dabei die Lendenwirbelsäule zu belasten. Die Stellung ist auch eine gute Übung für die Massage des Großzehs, der in Verbindung steht mit den höheren Chakren, insbesondere mit Ajna-Chakra. Interessant ist, dass im klassischen Hatha-Yoga sehr häufig Padangushta, eben die Großzehe, eine wichtige Rolle steht, denn sie steht für Ajna-Chakra, aber auch für Brahman, das Absolute.